Apple TV Plus ist ab jetzt verfügbar, wie ihr ein Jahr gratis bekommt und was ihr alles beachten solltet in diesem Video. Viel Spaß! Als erstes möchte ich einmal darauf eingehen, wie ihr beispielsweise Apple TV Plus für ein Jahr gratis bekommt. Und zwar funktioniert das, wenn ihr nach dem 10. September 2019 ein Apple-Produkt gekauft habt. Spielt keine Rolle, ob das ein iPod Touch ist, ein iPhone, Apple TV oder ein Mac oder ein iPad. Ihr bekommt dann ein Jahr gratis, wenn ihr innerhalb von 3 Monaten zuschlagt. Das heißt, ab dem Kauf, ab der Aktivierung, 3 Monate Zeit, Apple TV Plus gratis zu abonnieren. Wichtig ist hier zu bedenken, auch die Apple Refurbished Modelle sind davon betroffen. Das heißt, auch wenn ihr ein Refurbished Gerät, also ein general überholtes Gerät gekauft habt, dann könnt ihr damit Apple TV Plus nutzen und kommt auch in den Genuss von diesem kostenlosen Angebot für ein Jahr. Und sobald das Jahr abgelaufen ist, wird das Ganze monatlich kostenpflichtig. Das heißt, ihr könnt dann monatlich im Prinzip aussteigen. Wenn ihr es jetzt beispielsweise abschließt und ihr kündigt nächstes Jahr im Februar, dann könnt ihr es nicht reaktivieren. Dann ist das Thema im Prinzip dann durch und ab dem Zeitpunkt ist es kostenpflichtig. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, das Ganze bis zum Ende laufen zu lassen. Tragt es euch am besten in den Kalender ein und entscheidet dann, ob ihr es weiter benutzen wollt. Apple TV Plus lässt sich auch mit Familienmitgliedern nutzen. Das heißt, wenn ihr eure Familie über die iCloud verbunden habt, dann könnt ihr Apple TV Plus gemeinsam nutzen. Das geht aber wirklich nur mit einem Abo. Das heißt, wenn jetzt mehrere das Abo gebucht haben, dann ändert sich nichts in irgendeiner Weise, sondern wenn einer es gebucht hat, können bis zu 6 Familienmitglieder davon profitieren. Ganz wichtig, damit ihr dieses Angebot nutzen könnt, müsst ihr mit der Apple ID angemeldet sein, mit der ihr euer iPhone oder euren Mac aktiviert habt. Das heißt, die Apple ID, die ihr beim Aktivieren des iPhones eingegeben habt, die wird euch auch dieses kostenlose Jahr schenken. Und zwar, ich zeige euch das jetzt hier mal beispielhaft auf dem iPhone. Das hier ist ein iPhone 11 Pro Max, was ich pünktlich zum Marktstart gekauft habe. Und wenn wir hier die Apple TV Plus App öffnen, dann sehen wir hier die verschiedenen Filme, die es gibt und hoffentlich auch die Einladung zu Apple TV Plus. Hier sehen wir das Ganze. Wenn wir da jetzt drauf gehen, dann sehen wir auch hier ein Jahr kostenlos testen. Da kann ich nämlich einfach drauf tippen. Jetzt bestätige ich das Ganze hier einmal an der Seite und das ist ab sofort für mich dann verfügbar. Ich muss es nochmal bestätigen, Wunderbärchen. Damit ihr das Ganze nutzen könnt, müsst ihr natürlich die aktuellste Version drauf haben, beispielsweise iOS 12.3. Und auf dem Mac müsste beispielsweise Catalina drauf sein, damit ihr auch die Apple TV Plus App bekommt. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, Apple TV Plus über tv.apple.com zu nutzen. Und für Studenten gibt es nochmal ein extra Häppchen. Wenn du Apple Music als Student nutzt, dann hast du die Möglichkeit, auch Apple TV Plus kostenlos komplett zu nutzen. Das Ganze, wie gesagt, ist erstmal begrenzt von Apple. Das wird am Anfang am Start sein. Man weiß nicht, wie lange Apple das machen wird, weil es am Anfang natürlich noch nicht so viele Filme, Serien und Eigenproduktionen von Apple geben wird. Deswegen ist der Preis im Moment auch noch günstiger bei 5 Euro oder 4,99. Aber ich gehe stark davon aus, je mehr Produktionen reinkommen, Apple will da ja wirklich was auffahren mit der Zeit, desto teurer wird es werden und dann irgendwann wird auch diese Möglichkeit, das Ganze beim Kauf eines neuen Apple-Produkts ein Jahr kostenlos zu nutzen, wegfallen. Der komplette Dienst ist werbefrei und soll in 4K bzw. Dolby Atmos zur Verfügung gestellt werden. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass es die Originalversion, also in originaler Sprache geben wird, als auch die synchronisierten, beispielsweise in Deutsch oder Französisch. Das war vorher bei iTunes ganz oft nicht der Fall. Wenn man einen Film geladen hat, gab es den nur in Deutsch oder nur in Englisch. Für alle, die sich kein neues Apple-Gerät gekauft haben, die können natürlich auch testen, allerdings nur 7 Tage. Danach wird es sofort kostenpflichtig mit 4,99 €. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Serien bzw. Filme auschecken. Und zwar habe ich mir schon mal angeschaut und bin sehr positiv überrascht, werde euch aber da auf dem Laufenden halten. The Morning Show werde ich mir auf jeden Fall anschauen und For All Mankind. Auch sehr interessant ist das Elefantenmädchen, ach Quatsch, die Elefantenmutter Dokumentation. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gut findet oder vielleicht habt ihr schon was geschaut, wovon ihr positiv bzw. negativ überrascht seid. Lasst uns mal unten in den Kommentaren austauschen, weil das Ganze ja wirklich ein absolut neues Produkt von Apple ist und wir so ein bisschen vielleicht uns gegenseitig Feedback geben können bzw. auch die eine oder andere Empfehlung für beispielsweise ein Apple TV Plus Content geben können. Jetzt würde ich sagen, ab ins Wochenende ein bisschen Apple TV Plus schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.